Hallo Leute, willkommen meine Wenigkeit, der Sky, zu einem weiteren Unreal Engine 4, naja, Special. Das Downtown West Modular Pack ist komplett kostenlos. Das kam gegen Ende letzten Jahres, also 2020, raus von Pure Polygons und es ist komplett kostenlos. Das ganze Pack ist 10 GB groß und beziehungsweise nahezu 10 GB groß und ist voller Assets, vollgemüllt, wie auch immer man es nennen will. Es ist genial. Es sieht richtig, richtig schön aus. Das Video habt ihr gerade schon gesehen, wenn wir auf die Bilder hier gucken, sieht das schon mal richtig schön aus. Ja, die haben hier viel mit FOV gearbeitet, also mit Tiefenschärfe und so weiter und so fort, aber wir haben eine Tag- und eine Nachtversion, wie wir hier sehen können, und es sieht unglaublich schön aus, wirklich unglaublich schön. Jetzt muss man natürlich gucken und sich erst runterladen, ob das dann bei sich selber auf dem PC auch so geil aussieht, aber die empfehlen, dass man einen sehr, sehr guten PC dafür nutzen sollte, denn hier, das ist eine Szene, die, naja, die grafische Qualität, die grafische Power der Unreal Engine unter anderem darstellen soll. Und ich denke mal, wenn ich mir hier so die Bilder anschaue, dann ist es definitiv gelungen. Das ist unglaublich schön. Das Coole ist, es sind nicht nur 3D-Modelle dabei, sondern auch Partikeleffekte, Materials, Decals. Ich glaube, ein Bauset für Straßen ist dabei. Store-Signs, also Shop-Schilder sind auch dabei, die man einfach machen kann. Die haben geschrieben, wie gesagt, man kann Straßen einfach zusammen machen und da coole Straßensysteme machen. Es sind Büsche und Pflanzen dabei, wie man hier gerade sehen kann. Ja, generell hier so Bau-Assets, modulare Assets für Gebäude. Das finde ich auch mal sehr, sehr wichtig, wenn man irgendwie damit arbeiten will, da hat man die beste Freiheit, klar. Und dann würde ich mal sagen, dass hier sind circa 4 unterschiedliche Bautypen von Häusern. Auch das ist wirklich genial und ich kann mich ehrlich gesagt bis zum jetzigen Punkt nicht beschweren. Es ist wirklich extrem schön. Hier blinkt die ganze Zeit die Unreal Engine, weil ich gerade hier mein Mobile Game im Hintergrund am Fertigstellen bin. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, hier steht es nochmal, was man alles machen kann. Easily construct streets, add store signs und so weiter und so fort. Spielt auch überhaupt keine Rolle. Kann jeder von euch sich selber durchlesen. Die Kids sind auch dabei und das ist wirklich richtig genial. Zudem natürlich auch Lichter, Blueprints und so weiter, Volia sagen die hier. Und jetzt kommen wir zu den technischen Details und jetzt kommt es wirklich, jetzt kommt das wirklich Wichtige, und zwar hier unten dieser kleine Text. Von den Features mal abgesehen, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle, sondern wir haben über 350 Meshes, das ist schon mal mega top. Wir haben aber auf der anderen Seite auch, ich hätte jetzt schwören können, ich hätte hier irgendwas mit Billboard gelesen, aber leider nicht. Wir haben nur autogenerierte Kollisionen, gut, damit kann man auch leben. Wir haben ein paar Blueprints dabei, das ist auch ganz schön. Und jetzt kommt es, wir haben hier die wunderbare Triangle Count zwischen 500 und 5000 Trees, okay. Und auch noch 350.000 Trees, das ist dann wieder nicht so schön. 550 Texturen, 250 Materials und das Ganze ist circa alles in einer 4K-Texturauflösung. Das ist nicht gut. Wir haben hier weder eine richtige Kollision, was nicht schlimm ist. Aber wir haben hier nur, also wir haben hier meistens nur 4K-Texturen. Aber wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, das Ganze runterzustufen von den Texturen her. Okay, aber vom Grund auf für den Anfänger ist das hier nicht so eine super gute Sache mit den 4K-Texturen. Gut, kann man wirklich noch runterskalieren. Das wahre Problem ist, wir haben keine LODs. Ich sag's immer wieder, auch in den Bewertungen, wir haben keine LODs und das ist ein riesiges Problem. Denn jeder, der von euch schon mal ein bisschen mit der Engine gearbeitet hat, weiß, dass solche Optimierungen, ne, für hier solche Assets, ich meine, guckt euch mal hier diese Szenen an, das sind ja schon intensive Assets, intensive Texturen, das heißt, gerade hier sind LODs sehr wichtig, gerade hier sind dann auch niedrigere Texturen von 2K, 1K wichtig, aber gut, das kann man auch machen, aber das mit den LODs ist echt schlecht. Vor allem, wenn wir dann hier solche Formen haben, hier solche komischen, ich weiß nicht, Heckengitter oder was auch immer das ist, auf jeden Fall, das ist schlimm, weil die kannst du nicht so wirklich gut mit LODs machen, weil die eben hier, ich sag mal, so ein Halbkreis sind und dann in der Mitte hohl sind. Das ist extrem schlecht für LODs mit der Unreal Engine. Ansonsten, die 10 ist wirklich wunderschön, aber das mit den LODs ist, oder generell den LODs, ist extrem schlecht. Das macht aber nichts, das könnt ihr natürlich im Notfall auch machen. Ich glaube, hier diese Meshes nachzubearbeiten, ist nicht so schlimm im Blender, weil man da ja nur ein paar Tasten drücken muss, um LODs zu generieren, wie wenn ihr hier das alles selber modellieren müsstet. Und das hier ist einer unglaublich geilen Qualität. Mich würde mal interessieren, sind das hier 3D-Modelle oder ist das hier Tessellation? Ist auf jeden Fall mal eine interessante Frage. Ich denke mal, ich werde es die nächsten Tage mal rausfinden, wenn ich es mir runterlade, und ich bin tierisch gespannt. Zudem wird dir noch gesagt, das Pack, also dieses Pack hat fast 10 GB, also ist fast 10 GB groß und hat alle möglichen Assets drin, alle möglichen Features, und er empfiehlt halt High-End-PCs zu benutzen. Das ist halt der Punkt, gerade um die Qualität von da oben hinzubekommen. Sieht auch schon so richtig grafikintensiv aus. Ja, die Texturgrößen sind normalerweise bei 4K und werden dann auch über Material-Instanzen geregelt, die man enablen und disablen kann, und das Ganze kann dann auch optimiert werden und bla 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 bla.
Hier steht halt nochmal, dass das Ganze für die bestmöglichen Ergebnisse halt auf einem guten PC gemacht werden müssen. Und natürlich steht hier, dass die Supported-Plattform hier nur Windows ist. Aber ehrlich, wir wissen, glaube ich, alle, dass die Supported-Plattform hier auch Linux sein kann oder irgendwas anderes. Weil das hier ist zum größten Teil einfach nur ein Asset-Pack und mehr nicht. Ja, das Ganze läuft in der 4.26, also der nagelneuen Version. Das ist natürlich schade für alle 4.25, 4.24 User, die das noch nutzen. Aber ich meine, mein Gott, man kann es ja mal ausprobieren. Im Notfall exportiert man sich einfach die Meshes und macht das dann selber. Aber das ist sehr viel Arbeit. Bei 350 Meshes würde ich eher von abraten. Egal, ich wollte euch mal hier auf dem Laufenden halten. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Zu denen haben wir noch das Winter oder den Winter Sale, wo man 50% sparen kann. Das soll jetzt gar keine großartige Werbung sein. Ich muss leider das Werbetag hier mit einblenden. Also das ist ein bisschen blöd, weil deutsche Gesetze und so. Ist aber auch egal. Und hier könnt ihr eben einiges euch gönnen. Also das Ganze hat hier nicht 70%. Also es gibt nur maximal 50% Rabatt. Deswegen filtert euch das direkt. Ihr könnt ja einfach mal gucken, was haben wir hier? Vielleicht Low to High. Einfach um zu gucken, ob man mal kurz 1 Euro oder 2 Euro mal hier investieren will. Dieses Animal Pack Ultra, das ist cool. Muss man eben mal schauen, ob so einem das Geld dann in Anführungsstrichen wert ist oder ob man das dann später holt. Ich finde immer, solche Packs sind von der Priorität ja relativ im Nachhinein zu betrachten, weil da kann man immer so Platzhalter nutzen und das im Nachhinein auch noch einfügen. Meiner Meinung nach. Wir haben noch Realistic Tile Texture. Das sieht interessant aus. Das gucke ich mir gleich mal an. Und ansonsten Icons, Armor, SFX. Also SFX ist immer so eine Sache. Soundeffekte sind immer so eine richtig, richtig schöne Sache, wenn man die kostengünstig bekommt, weil die geht man immer suchen. Das kann ich euch sagen. Das geht mir auch so. Blueprint Plus, das ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Das, ja, kann man sich auch mal reinziehen. Ansonsten gibt es hier echt coole Dinge, muss man wirklich einfach sagen. Ich habe auch gesehen, auch von meiner Wunschliste ist hier einiges runtergesetzt, aber ich kaufe jetzt gerade nichts, weil ich jetzt gerade einfach mal aufhöre auszugeben. Ich habe diesen Monat, glaube ich, schon 117 bis 120 Euro ausgegeben. Also jetzt nicht mal an der Unreal Engine Sache, sondern an so Dingen wie, für das Handygame unter anderem. Also nicht per se direkt für das Handygame, sondern für so Dinge, um sich darüber zu informieren, um dann alles Rechtliche up to date zu haben. Aber keine Sorge, wenn ihr jetzt sagt, was, der hat 100 Euro dafür ausgegeben, keine Sorge, ihr zahlt dafür definitiv weniger. Und das werde ich euch dann auch noch zeigen, wie es geht, wenn wir zu dem Tutorial kommen. Ansonsten gibt es hier echt geniale Sachen, coole Dinge. Oh, guck mal hier, Crowned Outlines Pack. Das ist so ein Ping-Pack, würde ich mal sagen, so ein Ping-Texture-Pack. Naja, scrollt einfach mal durch. Wieso ich euch das hier zeige, ist gar nicht, weil ich Werbung machen will, sondern einfach deswegen, weil schlussendlich kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir uns hier was kaufen wollen. Wenn ihr also jetzt schon was in eurer Wunschliste drin habt und ihr könnt das mit dem Herzchen hier hinzufügen, Add to Wishlist, dann habt ihr natürlich jetzt die Möglichkeit, es kostengünstiger zu holen. Mein Tipp an der Stelle ist, ich würde sogar noch warten, bis hier diese Dinge für 70% im Angebot sind, weil wenn die meistens für 50% im Angebot sind, besteht eine sehr, sehr hohe Chance, dass irgendwann im kommenden, also jetzt im Laufe des Jahres, das auch für 70% angeboten wird und dann ärgert man sich immer, dass man dann zum Beispiel 30 Euro ausgegeben hat und normalerweise ist es jetzt eine Woche oder sagen wir 2 Monate später ist es dann für 10 Euro im Angebot und dann denkt ihr euch auch nur so, ja wow, jetzt habe ich es umsonst ausgegeben. Das will ich verhindern, dass ihr da das Problem bekommt und jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Part. Oh, jetzt habe ich mich natürlich hier ausgeloggt. Leute, okay, dann sage ich es euch gerade so. Im Unreal Engine, oder eher gesagt im Epic Games Marketplace, gibt es gerade Star Wars Battlefront 2. Epic Games Star Wars Battlefront 2. Jetzt gebe ich es mal kurz bei Google ein. Das gibt es gerade kostenlos. Also für alle Leute, die unter euch Star Wars Fans sind, die können sich das gönnen. Oder für alle Leute, die ein grafischen geilen Eindruck von allem Möglichen haben wollen, gönnt euch das hier. Das ist wirklich genial und wie gesagt, gerade absolut kostenlos. Von 40 Euro auf 0 Euro runtergesetzt und hier gibt es echt, also das Game, man kann von Star Wars halten, was man will, aber die Grafik ist sowas von verdammt genial, da kann man nichts zu sagen. Heftig. Und deswegen würde ich mal sagen, damit ist es jetzt mal hier gut mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Like. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder eine Meinung zu diesem wunderbaren Pack hier, also zu dem Winter Sale, zu dem Stadtpack und vielleicht zu Star Wars Battlefront 2, was ist eure Meinung dazu? Also ich persönlich finde es genial. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen. Ihr könnt gerne abonnieren und einen Daumen, wie gesagt, nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten TikTok-Video. Wir sehen uns. Ciao, ciao.